Willkommen zurück zu Mario und Luigi zusammen durch die Zeit für das Nintendo DS. Im letzten Part haben wir Mario und Luigi in der Vergangenheit gesehen und sie wurden von irgendwelchen Aliens angegriffen und sie haben eine ganze Armada mitgebracht. Und danach sind wir wieder in die Gegenwart gekommen und haben gesehen, dass Prinzessin Peach mit der Zeitmaschine von Professor Git in die Vergangenheit gereist ist und diese Maschine kam auch zurück, aber ohne Peach. Stattdessen war irgendein merkwürdiges, grünes, ekliges Monster enthalten, was Mario aber schnell besiegt hatte. Und dann hat sich plötzlich ein Strudel hier im Pilzpalast aufgetan, den man hier gerade noch im Hintergrund sehen kann. Auf jeden Fall sind dann Mario und ich da auf den Sinn reingesprungen, weil Tots auf Luigi einen Strudel geschickt hat. Und dann ist Mario natürlich hinterhergesprungen, um ihn zu helfen und ihn zurückzuholen. Und jetzt sind wir hier und Professor Git hat uns irgendeinen Koffer bekommen und der möchte uns anscheinend jetzt erklären, wie er funktioniert. Start. Drücke Start. Ach Gott, damit. Ich sag jetzt schon mal, ich mag diesen Begleiter nicht. Du bist der schlimmste Begleiter der ganzen Mario Luigi-Reihe. Bitte bemerken Sie, dass ich mit allen Arten von Dings und Bumsen beladen werden kann. Okay. Unnötig zu erwähnen, dass ich all Ihre Items tragen kann. Oh, ein Pilz hast du dabei. Du hast sogar Klamotten dabei? Auch Unterhosen? Natürlich habe ich auch Unterhosen. Leider bin... Obwohl, bitte keine dreckige Wäsche. Ich möchte mich später nicht reinigen müssen. Okay. Und hier können Sie Ihre Sets sehen. Alles klar. Und wenn ich nun Ihre Aufmerksamkeit auf den Topscreen lenken dürfte? Nein. Ich weiß, was da steht. Das sind meine Pässe, oder? Ganz genau, Ihre Pässe, wo Ihr Level und Ihre Karte angezeigt werden. Und wie viel Geld und YouTube Money Sie bis jetzt gemacht haben? 2 Cent. Ach, die sind ja armselig. Und wenn ich nun Ihren Blick hier errichten dürfte? Und hier können Sie auch die Statistiken von Ihren Charakteren sehen. Okay. Und nun so viel zu meiner Selbstvorstellung. Mit Freuden erwarte ich unsere Zusammenarbeit. Ich nicht. Wir drücken CP, um einen... um zu schließen. Okay. Auf jeden Fall zurück zum Abenteuer. Ja. Auf jeden Fall gab es ein lustiges Fail, weil das ist jetzt schon eigentlich das zweite Mal, wo ich das aufnehme. Ich habe nämlich vorhin den ganzen zweiten Part aufgenommen. Ah, man kann halt schlecht was aufnehmen, wenn man nicht auf den Aufnahme-Button gedrückt hat, ne? Das heißt, Account nochmal löschen und nochmal von neu anfangen. Das war gar nicht schön. Aber auf jeden Fall, jetzt können wir endlich richtig losstarten und ja, der Aufnahme-Button ist gedrückt. Mario. Wenn es nicht unpassend ist, würde ich Ihnen gerne eigene grundlegende Gottes Willen Moves zeigen. Dieser Wissen ist der primäre Aktion für mobile Lebensformen des Sports. Wenn Sie mir folgen können, bei zwecklichen Timing sollten Sie bald in der Lage dazu sein, diese Vorsprünge zu erklimmen. Ich bräuchte deine Anleitung eigentlich nicht. Zuerst springt Mario mit Hilfe von A. Danach springt Luigi mit B. Und zwar immer hinter Mario. Verstanden? Und immer abwechselnd A, B, A, B, A, B. A, B, A, B, A, B. Oh, Lucky! Und, was haben wir da drin? Ja, 2 Pilze! Richtig nice, am meisten von Anfang. Was haben wir hier? Münzen! YouTube, Nani, Nani. Immer mehr Werbescheid. Oh, ein Wanderpilz! Abholgeneriert! So, nächstes Mal. Nächstes Teil. Mario und Luigi, sehen Sie die Klüften auf Ihrem Pfad? Schauen Sie, Mario und Luigi, hin soll es. Schauen die so und warten auf bessere Zeiten? Oder? Das habe ich mich schon immer gewundert. Normal. Ja, es soll symbolisieren, dass sie hochschauen zum Topscreen, aber irgendwie sieht das echt lustig aus, so in Ferne. Ach, so schön war es. Lange ist es her. Ja. Und nun die Klüften überspringen. Ne? Kann ich das wieder tun? Und was müssen wir jetzt natürlich gleichzeitig drücken, um da drüber zu kommen? Nicht, dass wir einen guter verlieren. Und 1 und 2. Eigentlich relativ 1 und 3. Und das hier sind Blöcke, wo nur Mario und Luigi aktivieren können. Also rote Blöcke können Mario aktivieren und grüne Blöcke mit einem L kann nur Luigi aktivieren. Das sollte sich von daher selbst erklären. Rot, 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 grün, grün, rot und grün. Perfekt. Das war ein Rätsel. Oh, okay. Das müsste das First Tutorial gewesen sein. Ja, bla 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 bla, halt die Augen. Dankeschön. So, was steht denn da? Boah, der Soundtrack finde ich cool. Dorfkuddelmuddel in die Richtung. Alles klar.
Aber dass ich den Part, ey, so was ich mir, das ist gleich das Lustige, ich fang gerade das an und schon habe ich so ein Fail drin. Ah, das ist wenigstens was besonderes. Aua! Das ist doof. Hä? Diese Drohnen kämpfen. Das sind die Schiffe! Oh, wir sind in die Zeitlinie gekommen. Oh, verdammt. Die haben auch den Filzverlass eingegriffen, wo Baby Mario und Baby Luigi drin waren. Luigi, scheiß dir nicht in die Hose und reiß dich zusammen! Das Dorf, schleimig, lila, Pilze! Ja, Pilze sind allgemein schleimig dafür bekannt, aber lila? Ja, das erinnert mich an den Giftpilz aus den Lost Levels. Jetzt reiß dich zusammen nochmal, Luigi! Luigi? Oh, okay, das weiß ich von. Was? Sie haben einfach tot mitgespielt. Warum nehmt ihr tot mit? What the hell? Okay. Dann gehen wir mal zum Dorf und schauen mal, was da los ist, weil auf der Karte sieht das nicht so gut aus. Was ist? Ich verstehe ja alle, aber wer weiß, was uns noch erwartet. Es wäre klug, sich auf den Kampf vorzubereiten, bevor wir weiter dran schreiten. Okay. Wenn man von Mensch Schwurz spricht, das ist perfekte Training für sie. Mario, springen Sie auf dieses rundliche Teil. Warte mal, du weißt, wie die Dinge heißen? Alles klar. Ciao! Und das war jetzt ein erster Clip. Das heißt, man kann schaden, bevor man in den Kampf sieht. Doch mal sozusagen Ship Damage. Ja, ich den ersten Griff habe ich gerade eben erklärt. So. Und bam! Oh ja. Luigi, sie führen ihre Attacken auf die gleiche Weise wie Mario aus, nur dass sie auf dem B stehen. Alles klar. Das hättest du mir aber nicht erklären brauchen, das hätte ich schon selbst ausgefunden. Und Mario und Luigi haben sogar unterschiedliche Sets. Mario ist mehr auf Geschwindigkeit und Angriff fokussiert und Luigi ist eher so der Tank mit mehr Verteidigung als Mario, aber dafür weniger Angriff. Und hat, glaube ich, noch einen schickeren Bart, aber dafür ist er langsamer als Mario. Und das glaube ich mehr. Nee, das gibt es hier in dem Spiel nicht, weil früher in dem ersten Teil gab es auch die BP, aber in diesem Teil wurden sie abgeschafft. Weil die BP waren damals für die Spezialattacken zuständig, aber die erfahren wir auch nicht. So. Nächstes Spiel. Bam! Aber 4 Angriff, Alter! Mario ist der King! Und bei diesem Schub kennt man das Muster, je nachdem welches Bein hebt der Charakterkarte an, hebt der sein rechtes Bein, greift der Mario an, hebt der sein linkes Bein, greift der Luigi an. Luigi hat einen Leveler! Ja, Luigi hat einen deutlich höheren Bug von Mario, um jetzt verteidigen. Mal schauen. Nicht so gut. Auch nicht so gut. Das sind 4. Nein! Verdammt! Oh Mann! Ich wollte nicht 4. Boom! Nichts Angriff. Ich habe verwirrt, bis jetzt noch gar keinen Schaden genommen. Ausgekontert. Okay, yo. Es wird relativ viele Kämpfe davon geben, deswegen werde ich wahrscheinlich auch ein paar rausschneiden, weil es wirklich dasselbe ist und es sich dann unnötig strecken würde. Klar, die Kämpfe mache ich, aber ich schneide sie wahrscheinlich raus. Was heißt sie wahrscheinlich? Ich werde sie rausschneiden. Weil so könnte ich es mir eigentlich auch nicht anschauen, wenn ich ehrlich bin. Weil die ganzen Kämpfe, die sind halt echt immer wieder dasselbe. Und manche sind einfach unnötig. Ein paar lasse ich natürlich drin, aber manche, wenn es ganz viele kommen, schneide ich sie einfach mal raus, wenn ich jetzt unerhofft einen Gegner stolper oder so. Was? Was? Shit! Luigi hat ein Schädeltrauma erlitten. Ach nee! Ja. Yeah. Alter, oh Mann! Ich glaube, Luigi ist nicht mehr ganz da. Alter, noch ein Kaffee! Oh shit! Halt!
Ich geb dir mal lieber wirklich einen Pilz, bevor du mir noch abkratzt. Oh, halt mal die Backe, ich muss meinen Bruder versorgen. Junge, der kippt mir gleich um. Jetzt lass mich meinen Bruder heilen. Nein, hör auf. Ich weiß, wie man es bewegt. Nein, jetzt ab. Alter. Jesus. Okay. Kannst du mich jetzt bitte wieder in Ruhe lassen? Ich möchte gerne weiterspielen. Lass mich in Ruhe. Lass mich in Ruhe. Dankeschön. Und Luigi, wie geht's dir? Das ist ja gut. Und weiter geht's. Ich mach die Tutorial-Musik hier. Au! Oh. Ja, erst mal verschissen. Nicht so toll. Mario! Und wundert euch nicht, obwohl ich weiß, wen er angreift, ich drücke einfach aus Reflex man immer beide Knöpfe. Deswegen nicht wundern, wenn ich immer mit Mario und Luigi gleichzeitig springe, obwohl nur Mario oder Luigi angegriffen wird. Okay. Und nächster Schwung. Weil ich hier beispielsweise die Kämpfe lasse mit alle drin, aber in Zukunft werde ich solche Kämpfe wirklich rausschneiden, weil die sind echt lästig, weil man merkt ja, das streckt sich so lange und es sind so viele. Das in absoluten Punkt schneiden wir es raus. So. Und weiter geht's. Weil, schau es mal hier an. 3 Stück. Das will niemand sehen. Diese Kämpfe werde ich jetzt. Nee, ich lasse jetzt hier in diesem Part alle drin. Damit man sieht, warum ich sie rausschneide, aus bestimmten Grundheit natürlich. Und danach werden sie im dritten Part nochmal. Ab dem dritten Part werden solche Kämpfe rausgeschnitten. Und hier Level 3! Und natürlich werde ich die Level erstmal anzeigen lassen, dass ich Schnitte immer ab dem Level abweite. Alle viele Leute haben wir gerade Powerpower bekommen. Verteidiger. Warte, ist der 4. Ja! Yes! Okay, weiter geht's. Wow! Damn! Aber der erste Griff bricht halt echt 10 Schaden! Mario, du bist ein Monster! Mario, du Monster, ey! 10 Schaden! Chill! Oh, das müsste der letzte Schuh. Das war kein Erstangriff! Alter, was war das denn? Voll die Verarsche? Klar, Alter! Das war definitiv ein Erstangriff! Der 7 Schaden mit Konter, Mario, du rastest aus, Alter, Mann! Tschüss! Ach ja, man kann auch ab und zu Items bekommen. Und Luigi erreicht auch Level 3! Ab und zu geben auch die ganzen Gegner auf Items ab, wie beispielsweise jetzt ein Pilz oder Wonderpilz oder whatever. Nee, das ist noch Ruhe. Da haben wir auch noch ein Ruhe. Und ich hab glaube ich auch noch mehr KP wie Mario, da bin ich mir aber gerade unsicher. Nee. Pushen wir einfach mal den Angriff. Probier's. Ja, als ob! Alter, wie viel Luck ich hab! Das ist richtig phänomenal! Der läuft bei uns! Bei uns! Aber diese Stimmung wird jetzt ruiniert. Ja, ich schieße auch einfach mal so aus, weil ich mache einfach rum. Oh. Ja! Knallt einfach bei dem Crowder. What's going on? Was habt ihr überhaupt mit den Toads vor? Wir waren die Toads doch cool. Wir hatten eine Seele. Später. Naja, schaut Paper Jumpers an oder Mario. Oder Paper Mario Color Splash. Dann sieht man, warum man die Toads heutzutage nicht mehr so beliebt sind wie früher. Da passt die Stimmung aber perfekt, aber die ist halt echt traurig. Das ganze Dorf. Es war Weihnachten. Och nee. Natürlich noch am Weihnachtstag. Alter, was für wie. Ach nee, ich lasse ihn auch so. Und das war mein Haus. Ach nee. Und natürlich, das ganze Dorf wurde vernichtet. Und was machen wir? Dann erstmal die Blöcke. Das ist. Nee, das war ein 20. No. Ah, das war ein 10er. Das war doch insgesamt 50. Ja, war die Fette. Ja.
Aber das ist halt echt voll traurig, die Stimme allein schon. Der Soundtrack ist halt, hat halt echt voll traurig. Ja. Selten was? Ich seh's halt nicht, ne? Aber ich glaube, da hinten ist noch was. Könnte ja mal lock sein oder so. Muss ich dann später mal nachschauen. Aber aktuell kommen wir da leider noch nicht rüber. Um es zu überprüfen. Na, schauen wir mal, ob es noch irgendwelche Überlebende gibt hier. Und dass nicht alle verschleppt worden und getötet worden sind. Warte. Da wird noch wahrscheinlich ein Überlebender sein, aber ich möchte was schauen, ob es noch einen anderen Häuser gibt. Original. Okay, hier ist ein Speicherbuch. Schauen wir mal an den anderen nach. So. Und hier ist nichts. Nur ein Trümmerfeld. Ich wundere mich, warum tun sie sowas? Okay. Noch ein Ouija-Block. 10 Münzen, okay. Und jetzt helfen wir mal schnell denjenigen, wo wir da gehört haben. Obwohl? Bevor ich das tue. Ach man. Ist ja so tot. Ich sollte eigentlich diesen Tod da, wenn es tot ist, helfen. Aber... Naja. Oh, das ist schön. Oh, ein Tod mit Bart. Ist das der Weihnachtsmann? Oder der Weihnachtsmann mit Toads? Egal. Sprechen wir mal. Und hier sieht man es jetzt. Da unten bei den Einblendungen des Bildes ist immer so ein kleiner Kurzbild, was gerade passiert ist. Ein weiteres Abenteuer steht unseren mächtigen, hart bewahrten Mario bevor. Setzt seine Sprungküste ein und rettet die Prinzessin auf zum Garten. Das war das vom letzten Mal. Und jetzt, und da diese Bilder sind je nachdem, wo man ist, anders. Zu spät? Alle Bewohner von Kuddelmuddel wurden entführt. Konnte niemand diesen bösen Griff entrinnen? Zieh dich um. Und es gibt auch manchmal ein paar Tipps. Und wir wissen ja jetzt schon, ob es da noch jemanden gibt, der es nicht entführt wurde. Nämlich da drin. Er ist der Letzte, wo er überlebt hat. Da gehört ja gekommen ist. Da steckt jemand. Sieht aus wie dabei, dass man. Ist hier jemand? Hallo? Was ist mit diesem schrecklichen Schwups? Sind Sie fort? Ich bin der hiesige Bürgermeister. Freut mich, euch kennenzulernen. Eigentlich um diesen Umständen bin ich gerade hier im Feststeck, aber ich möchte euch ja nichts machen, aber könntet ihr mir vielleicht helfen? Ja. Oh! Da ist er! Oh, endlich in Sicherheit. Och nein. Es sind doch noch Shrubs. Wir müssen uns schnell helfen. Hilfe! Schnell! Beeil dich, Mario! Beeil dich, Luigi! Wir müssen ihm helfen. Nein! Ach nein. Das war der letzte, wo hier. Was? Was redet ihr? Keine Ahnung. Oh, was habt ihr da gerade beschlossen? Ich glaube, sie haben beschlossen, uns anzugreifen. Ein Nintendo DS? Hey. Ein UFO? Was wird der Counter da heißen? Dass sie dann auf unsere Bombe werfen oder was? Bam! Zwei? Oh, da ist zwei. Und bei denen erkennt man es an den Sternen, wenn sie gucken, was sie einen angreifen. Je nachdem, wie viel Richtung der Stern leuchtet. Okay, und? Nicht down! Uiuiui. Knapp. So fair. Down! Null. Was passiert jetzt? What the hell? So ein Todesball! Ja, Leute! Was? Wir sind tot? Als ob! Och nee! Ja? In der Zwischenzeit jettet der Cooper-Chat hoch über dem Dorf Kuddelmuddel.
Oh, Big Mario, Big Luigi. Jetzt hat. Sorry, falschen Rahmen ausgewählt. Alarm, 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 Alarm. Ach nee, jetzt wollen alle. Du willst wissen. Warte mal. Du rennst gerade ernsthaft nur die Prinzessin, anstatt die zwei Babys da hinten zu beruhigen? Alter, was bist denn du für einer? Hier spricht der große Prinz Bowser. Knieten nieder, Lakaien. Okay, jetzt können wir da aufstehen. Alles sofort auf die Brücke. Wie lange überlebt man deinen Bruder? Ja, okay. Ich nehme ihn einfach mit. Aber wir werden anscheinend von den UFOs attackiert, von den Schwupps. Und wir sehen uns dann auch im nächsten Part auf der Brücke. Da machen wir uns auf den Weg damit. Und dann lasst ein Like, ein Abo und einen Kommentar da, wenn es euch gefallen hat. Und wir sehen uns dann das nächste Mal. Ciao!